Den größten Schritt haben Sie schon hinter sich. Sie haben die Vergewaltigung zur Anzeige gebracht. Und mit dieser Therapie stellen Sie sich Ihren Ängsten. Sie können stolz auf sich sein. Ohne Tristan hätte ich das alles gar nicht geschafft. Er hat mir die Kraft gegeben, das alles durchzustehen, bis Alexander endlich verurteilt wurde. Ich will endlich wieder ich selbst sein, damit ich ihm das zurückgeben kann, was er verdient. Verdient? Also ich will damit jetzt nicht im geringsten andeuten, dass er mich irgendwie unter Druck setzt oder so. Ganz im Gegenteil, er ist so geduldig. Ist das denn der Grund, warum Sie eine Beziehung mit ihm eingehen möchten? Denken Sie denn, das ist der falsche Grund? Ist das denn so? Nein, da ist viel mehr. Respekt, Geborgenheit. Er bringt mich zum Lachen und er holt mich wieder runter, wenn ich Panikattacken habe. Er ist einfach immer für mich da. Das ist bestimmt ein sehr schönes und beruhigendes Gefühl für Sie. Was Sie mir doch eigentlich sagen wollen, ist, dass er nur eine Krücke ist, auf die ich mich stütze. Und dass ich das alles erstmal selber packen muss, bevor ich mich wieder auf eine Beziehung stütze. Ich habe nichts davon gesagt. Aber diese Fragen scheinen Sie sehr zu beschäftigen. Vielleicht lassen wir das für heute einfach erstmal ein bisschen sein. Kein Mensch, und ich schon gar nicht, erwartet, dass Sie die Lösung für Ihre Probleme gleich mitliefern. Und die Unterschrift. Es tut mir leid, dass ich Sie ausgerechnet heute damit belästigen musste. Das ist doch kein Problem. Oh ja, die kommt selbstverständlich auch ins Archiv. Und bitte die Vasen von den Säulen entfernen, ja? Was nicht alles kaputt gehen kann, wenn man so viele Gäste im Haus hat. Machen Sie sich mal keine Gedanken. Ihr Butler sorgt sicherlich für einen bruchfreien Abend und ein rauschendes Fest. Da habe ich keinen Zweifel. Aber? Naja, Sie wissen, wie das so ist. Weihnachten, Geburtstag. Man blickt zurück und fragt sich, habe ich alles richtig gemacht? Ja. Oder habe ich Fehler gemacht, die ich hätte vermeiden können? Was bereuen Sie? Den Streit mit meiner jüngsten Tochter, Rebecca. Sie lebt in New York. Wir haben leider keinen Kontakt. Vergessen Sie nicht, es gibt immer einen Morgen. Sie ist Ihre Tochter. Es gibt kein stärkeres Band als das der Familie. Sie können immer wieder zueinander finden. Sie vermissen Ihre Kinder sehr. So wie Sie Ihre Tochter vermissen. Ja, dann müssen wir auf morgen hoffen. Ja, und sie hat dir also geraten, dich erstmal nicht wieder auf eine neue Beziehung einzulassen. Nein, sie hat mir überhaupt nichts gesagt oder geraten. Sie hat mir zugehört und hat hin und wieder nachgefragt. Aha. Dann bist du da also von allein drauf gekommen. Nee, das wäre jetzt auch zu viel gesagt. Ich habe, glaube ich, einfach nur gemerkt, wie verwirrt ich eigentlich noch bin. Merkt man. Tristan, hilf dir doch. Das ist doch gut. Ja, das ist super. Aber ist das der richtige Grund, sich auf ihn einzulassen? Oder mache ich mich damit nur abhängig? Ich muss jetzt erst mal lernen, wieder alleine klarzukommen, bevor ich mich in eine Beziehung stürze. Das heißt, Marlene und du, ihr habt heute Abend so ein richtiges Date, ganz offiziell. Jetzt lasst uns das mal nicht überbewerten. Ich bin immerhin auch Ihr Manager und ein guter Freund. Aber ich meine, immerhin zeigt sie sich vor aller Welt an deiner Seite. Aber deswegen sind Marlene und ich jetzt noch lange nicht. Ja, so, ich will einfach nur, dass es ein schöner Abend wird und alles ganz relaxed und dann sehen wir weiter. Aber ich meine, vor dieser ganzen Vergewaltigung, da wart ihr doch schon so gut wie ein Paar. Und jetzt, wo sie besser geht, kannst du doch einfach daran anknüpfen. Ich hoffe es. Vielleicht sollte ich ihm für heute Abend absagen. Schließlich ist es nicht fair, Tristan gegenüber, sich aus den falschen Gründen auf ihn einzulassen. Soll ich dir mal sagen, was ich glaube? Diese Ärztin hat dich völlig verrückt gemacht im Kopf. Also eigentlich ist es ja auch gut, sie wird schließlich dafür bezahlt, dass sie dir den Kopf mal ordentlich durchpustet. Und dann ist es auch völlig normal, dass da am Anfang irgendwie mal was durcheinander geht. Wobei,
Bei dir war da ja eigentlich nie was in Ordnung. Vielleicht ist es ja ganz gut, dass du da heute Abend mal mitkommst, um Klarheit zu bekommen. Ja, meinst du? Naja, du wirst merken, wie du dich mit Tristan fühlst. Ob da nur Dankbarkeit und Verpflichtung ist oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Hast du Justus gesehen? Ich klemme mir die Finger rund, damit er sich um das Gepäck und den Wagen zum Flughafen kümmert. Nee, tut mir leid, aber das ist bestimmt nicht weit. Oh, Marlene, das hält kein Mensch aus. Schon gut, du musst doch los. Sprich oder ich bin weg. Also gut, ich weiß einfach nicht mehr, was richtig ist. Ich mag Tristan wirklich und ich wollte diese Beziehung, aber dann habe ich mit dieser Therapie angefangen und meine Therapeutin meinte... Stopp! So wie es aussieht, bringt diese Therapie gar nichts, sondern wirft nur haufenweise neue Fragen auf. Naja, meine Therapeutin meint, dass wir uns diesem Thema ganz langsam nähern können. Marlene, du kannst jetzt 3 Jahre darüber quatschen oder meinen Tipp annehmen, wenn sie es gut anfühlt. Ich muss los. Wenn du mir Danke sagen willst, halt die Klappe und fall mir nicht um den Hals. Kriegst du es hin? Wie steckst du? Das war nur Glas. Hab ich dir schon erzählt, dass wir mit Vater einen Jagdausflug machen? I wish I could hear your voice again. Also, ein Auto ist es jedenfalls nicht. Hör mal, ich will doch dir eine Freude machen und nicht unserem Chauffeur. Das hätte mir auch zu denken gegeben. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wollte, dass deine Geburtstagsfeier perfekt wird. Also, perfekter hättest du es gar nicht machen können. Schönes Paar, die beiden. Sie hat den ganzen Abend unermüdlich vorbereitet und dabei keine Mühen gescheut. Kein Wunder, dass der gerade zu Füßen liegt. Ach ja, es gibt Menschen, die sind eben füreinander bestimmt. Fragt sich nur, wie lange noch. Du warst einfach unglaublich. Ach Quatsch, in dem Bridge lag ich total daneben. Vergiss es, ich weiß genau, dass du nur Komplimente hören willst. Marlene, was du da vorhin gesagt hast, dass... Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ohne dich hätte ich die letzten Wochen niemals durchgestanden. Ich habe mir das selbst viel zu lange nicht eingestanden, aber... Ich liebe dich. Bist du sicher? Ja, absolut. Ich habe viel zu lange damit gewartet. Ist alles in Ordnung? Ja. Ja, und jetzt küss mich endlich. Happy birthday.